Das Grab von Bischof Willigis hat sich nicht erhalten. Trotzdem, einige Lebenszeichen von ihm kann man in Mainz noch entdecken. Außer dem Dom und der Stephanskirche gibt's noch weitere Kostbarkeiten, die das Wirken des bedeutenden Mainzer Erzbischofs begreifbar machen. Einer dieser Schätze befindet sich in der Mainzer Martinusbibliothek. Bischof Willigis ist hier schwarz auf weiß zu finden. Hier in diesem alten Sakristeibuch aus dem Dom, das heute in der Martinusbibliothek aufbewahrt wird, stammt aus dem 14. Jahrhundert, steht, dass das Jahresgedächtnis von Willigis an den 7. Kalenden des März, also am 23. Februar, gefeiert wird. Es ist auch aufgeführt, was Willigis alles gestiftet hat, damit sein Andenken gewahrt und erinnert wird. Noch näher dran ist allerdings ein Schatz, der im Dom- und Diözesanmuseum aufbewahrt wird. Und der ist nur ganz selten zu sehen. Das hier gezeigte Messgewand wurde einst von Erzbischof Willigis getragen und über 1000 Jahre lang in der Mainzer Stiftskirche St. Stephan aufbewahrt. Es besteht aus kostbarer byzantinischer Seide, die nicht im freien Handel erhältlich war, sondern lediglich den Angehörigen des Kaiserhauses vorbehalten war. Und wahrscheinlich stammt die Seide von einem Ballen aus dem Besitz der Kaiserin Theophanu, die Seide Erzbischof Willigis als besonderen Dank für seine Verdienste um das ottonische Kaiserhaus geschenkt hat. Daraus wurde dann dieses überaus kostbare Messgewand angefertigt und über mehrere Jahre sicherlich von ihm im Mainzer Dom getragen. Und dann ist da noch das Rad, überall in Mainz zu finden. Hier in dieser Geschichte der Mainzer Erzbischöfe von 1603 ist ein Wappen des Williges abgebildet, auf dem natürlich das Rad zu sehen ist. Allerdings, es handelt sich um eine schön erfundene Legende. Williges hat weder ein Wappen gehabt, noch wissen wir, was sein Vater von Beruf war. Ein Wagner, wie die Legende behauptet, war er nicht. Das Körnchen Wahrheit an dieser Geschichte ist, Williges stammt nicht aus hohem Adel und deshalb gab es auch Widerstände gegen seine Ernennung zum Erzbischof. Er hat schon früh einen Förderer gefunden, der ihn erzogen und ausgebildet hat. Von Bischof Willigis gibt es nur wenige greifbare Zeichen seines Lebens. Aber das ganze Bistum Mainz ist ein Zeugnis seines Wirkens. Willigis hat Mainz geprägt.